In diesem Video geht es um den sogenannten Impuls. Was wir hier machen wollen, ist von der Grundidee folgendes. Wir suchen nach einer weiteren konstanten Eigenschaft, einer sogenannten Erhaltungsgröße in einem physikalischen System. Bis jetzt kennen wir eine Erhaltungsgröße, nämlich die Energie. Der Energieerhaltungssatz besagt, dass sich die Energie in einem abgeschlossenen System nicht verändert, sie bleibt erhalten. Es kann natürlich sein, dass die eine Energieform in eine andere Energieform übergeht. Der Gesamtenergiebetrag bleibt aber gleich und damit ist eine Erhaltungsgröße gemeint. Und wir wollen heute eine weitere Erhaltungsgröße kennenlernen, nämlich den Impuls, und den würde ich gerne motivieren. Wir schauen uns folgende Situation an, und zwar einen Stoß oder um genauer zu sagen einen frontalen Stoß zweier Massen. Wir haben einmal eine blaue Masse M1 mit der Geschwindigkeit V1 und eine rote Masse M2 mit der Geschwindigkeit V2. Und die Geschwindigkeiten V1 und V2 sollen die Geschwindigkeiten vor dem Stoß sein. Als nächstes schauen wir uns an diesen Augenblick, wenn die Körper jetzt aufeinander, also wenn die Körper sich gerade berühren. Dann wirken auf die beiden Körper Kräfte, und zwar wirkt der Körper M1 mit einer Kraft F12 auf diesen roten Körper, auf den Körper M2. Gleichzeitig nach dem Newtonschen Gesetz, nach dem dritten Gesetz, Aktio gleich Reaktio, wirkt der rote Körper auf den blauen Körper auch mit einer Kraft, übt eine Kraft aus, und diese Kraft nennen wir F21. Ja, diese Zahlen bedeuten hier, der erste wirkt auf den zweiten und dort der zweite auf den ersten. Also nochmal, F12 ist die Kraft, die von M1 auf M2 ausgeübt wird, und analog dazu F21 ist die Kraft, die von M2 auf M1 ausgeübt wird. Aus dem dritten newtonschen Axiom wissen wir, dass F12 gleich minus F21 ist, und beide Kräfte wirken die gleiche Zeit lang. Also wenn diese Berührung hier, sagen wir, eine Hundertstel Sekunde dauert, dann wird die Kraft F12 eine Hundertstel Sekunde ausgeübt und die zweite Kraft wird genauso lange ausgeübt. Also in diesem Beispiel zum Beispiel eine Hundertstel Sekunde. So, nach dem Stoß kann es sein, dass die Körper wieder sich auseinander bewegen. Und diese neuen Geschwindigkeiten nach einem Stoß, die werden in Physik meistens mit dem Buchstaben U bezeichnet. Und damit sind die Symbole U1 und U2 die Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Wir wollen nun die neuen Geschwindigkeiten genauer betrachten und fangen mit der Geschwindigkeit U1 an. Für diese gilt nämlich folgendes. Wir haben die neue Geschwindigkeit, und diese neue Geschwindigkeit setzt sich aus der alten Geschwindigkeit und einer zusätzlichen Geschwindigkeit zusammen. Diese zusätzliche Geschwindigkeit kommt daher, dass eine Kraft ausgeübt wird. Das bedeutet, wir haben diese zusätzliche Geschwindigkeit entsteht dadurch, dass eine Beschleunigung stattfindet über eine bestimmte Zeit, und diese Zeit ist die Einwirkungsdauer. Die Beschleunigung können wir ausrechnen aus dem zweiten Newtonschen Axiom, F ist gleich m mal a. Das bedeutet, wir können diese Beschleunigung als F21, das ist jetzt die Kraft,
mit der der Körper M2 auf die Masse M1 gewirkt hat, geteilt durch M1 ausrechnen. Und jetzt mache ich etwas, um die Masse M1 aus dem Nenner zu befreien. Ich multipliziere einfach die beiden Seiten der Gleichung mit M1. Weshalb das eine gute Idee ist, werden wir etwas später sehen. Ich mache das erstmal. Ich multipliziere mit M1 und erhalte eine Gleichung. M1 mal U1 ist gleich M1 mal V1 plus die Kraft F21 multipliziert mit der Einwirkungszeit. Das, was ich hier gemacht habe, kann ich genauso für die zweite neue Geschwindigkeit U2 machen. Das ist exakt die gleiche Überlegung. Da nehme ich jetzt die rote Farbe. U2 ist die alte Geschwindigkeit V2 plus eine zweite zusätzliche Geschwindigkeit. Auch diese kann man mit Hilfe der Beschleunigung und der Dauer der Beschleunigung berechnen. Diese Beschleunigung kommt aufgrund einer Kraft zustande. Diesmal ist es aber die Kraft der Masse M1 auf die Masse M2. Und um diese Beschleunigung zu berechnen, müssen wir die Kraft durch die Masse M2 teilen. Auch hier multiplizieren wir die beiden Seiten der Gleichung mit Masse M2 und erhalten M2 mal U2 ist gleich M2 mal V2 plus F12 multipliziert mit der Einwirkungszeit. Und was wir jetzt noch machen, wir können diese Kraft F12 mit Hilfe der Kraft F21 ausdrucken. Das ist dann Aktion gleich Reaktion. Wir können anstatt F12 das Negative von F21 notieren. Und zwar, weil F12 das Negative von F21 ist. Hier das dritte newtonsche Axiom. Dadurch erhalten wir zwei Gleichungen, die eine sehr ähnliche Struktur haben. Und wir addieren die beiden jetzt. Also einmal die blaue Gleichung plus die rote Gleichung und ich sortiere die jetzt so ein bisschen. Also schreibe erstmal die blaue Gleichung auf und lasse etwas Platz dazwischen. Und nun addieren wir die roten Terme. Auf der linken Seite haben wir M2 mal U2 und auf der rechten Seite M2 mal V2 minus F21 mal Delta T. Das kommt jetzt einfach dazu. Und an dieser Stelle sehen wir hier, wir haben einmal plus F21 mal Delta T minus F21 mal Delta T. Das hier ergibt also 0. Und wenn wir diese beiden Gleichungen miteinander addiert haben, vereinfacht sich das ein wenig und wir bekommen folgende Struktur. Die Masse M1 multipliziert mit ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit plus die Masse M2 multipliziert mit ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit ist gleich die Masse M1 multipliziert mit ihrer neuen Geschwindigkeit plus M2 multipliziert mit ihrer neuen Geschwindigkeit. Das bedeutet, egal welche Geschwindigkeiten wir in diesem System jetzt betrachten, ob das die Geschwindigkeit vor dem Stoß oder nach dem Stoß ist, wenn wir diese Geschwindigkeit mit den jeweiligen Massen multiplizieren und sie dann addieren, ändert sich die Summe nicht. Das bedeutet, M1 mal die Geschwindigkeit von M1 plus M2 multipliziert mit der Geschwindigkeit von M2 ist eine Erhaltungsgröße und daraus werden wir auch eine Definition machen. Mit Hilfe von Definitionen können wir neue physikalische Begriffe aus alten physikalischen Begriffen sozusagen erschaffen
ob eine Definition am Ende eine sinnvolle physikalische Größe ergibt, sei dahingestellt. Bei dem Impuls handelt es sich auf jeden Fall um etwas Sinnvolles. Also was haben wir jetzt gesehen? Dass wenn wir die Masse eines Körpers und seine Geschwindigkeit miteinander multiplizieren, das ergibt ein etwas, was am Ende eine Erhaltungsgröße ist. Und wir können jetzt einfach das Produkt der Masse und der Geschwindigkeit eines Körpers zu einem neuen Begriff zusammenfügen. Damit lautet unsere Definition: Das Produkt der Masse m eines Körpers und seiner Geschwindigkeit v heißt Impuls, und in der Physik bekommt Impuls die Abkürzung p. Und man kann diese Definition mit Hilfe von der Mathematik auch hinschreiben. Es ist einfach nur p ist gleich m mal v. Wenn wir den Impuls definiert haben, können wir uns jetzt nun dem Impulserhaltungssatz widmen. Und dieser lautet: In einem abgeschlossenen System ist die Summe der Impulse eine Erhaltungsgröße. Und auch das können wir mathematisch ausdrucken, wenn wir den Impuls P1 plus den Impuls P2 haben, gleicht es einem neuen Impuls P1 und einem neuen Impuls P2 zusammen. Und dass es sich um neue Impulse handelt, wird hier mit solchen Strichen verdeutlicht, gelesen wie das P1' und P2'. Jetzt muss man aber sagen, wofür diese Buchstaben P1, P2, P1' und P2' stehen. P1 ist der Impuls der Masse M1, sprich M1 mal V1, analog dazu P2 M2 mal V2. Und P1' bzw. P2' sind die Massen multipliziert mit den neuen Geschwindigkeiten. Und dann sagen wir noch, was V1 und V2 sein sollten. Das sollten irgendwelche ursprüngliche Geschwindigkeit sein, die die Massen M1 bzw. M2 haben. Und entsprechend U1 und U2, das sind irgendwelche veränderten Geschwindigkeiten der Massen M1 und M2 nach einer gegenseitigen Einwirkung. Zum Schluss wollen wir uns eine Aufgabe anschauen, die wir mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes lösen können. Und es geht um folgende Situation. Es gibt ein Kind, das mit Anlauf auf einen Stuhl springt, auf einen Bürostuhl. Und dann bewegen sich das Kind zusammen mit dem Stuhl einfach weiter. So, um eine Aufgabe zu lösen, müssen wir erstmal gucken, was ist gegeben und was wollen wir uns hier in dieser Situation fragen. Ich gebe einfach Folgendes vor. Das Kind hat eine Masse von 35 Kilogramm, der Stuhl eine Masse von 10 Kilogramm. Das Kind hat eine Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde und der Stuhl bewegt sich zuerst nicht, hat also eine Geschwindigkeit von 0 Metern pro Sekunde. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist: Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die beiden am Ende zusammen? Kommen wir nun zu der Lösung. Nach dem Sprung haben das Kind und der Stuhl die gleiche Geschwindigkeit u. Und jetzt kommt der Impulserhaltungssatz. Es gilt nämlich nach dem Impulserhaltungssatz: Der Impuls des Kindes plus den Impuls des Stuhls vor dem Sprung ergibt die Summe der Impulse des Kindes und des Stuhls nach dem Sprung. Das bedeutet, P Kind ist die Masse des Kindes multipliziert mit der Geschwindigkeit des Kindes plus Masse des Stuhls multipliziert mit der Geschwindigkeit des Stuhls. Und das gleicht der Masse des Kindes multipliziert mit der neuen Geschwindigkeit plus der Masse des Stuhls multipliziert mit der neuen Geschwindigkeit.
Da hier in beiden Summanden das U vorkommt, können wir U ausklammern nach dem Distributivgesetz. Und wenn wir nun beide Seiten der Gleichung durch m Kind plus m Stuhl teilen, können wir das Ganze nach U auflösen. Und das ist auch das, was wir uns fragen. Das bedeutet, die neue Geschwindigkeit ist nichts anderes als die Summe der alten Impulse, also m Kind mal v Kind plus m Stuhl mal v Stuhl, geteilt durch die Summe der Massen vom Kind und dem Stuhl. Dann können wir die Zahlen einsetzen, zusammenfassen und erhalten eine neue Geschwindigkeit von 2,33 Metern pro Sekunde. Das ist also die Geschwindigkeit, mit der sich das Kind und der Stuhl nach dem Sprung bewegen.